Привет, привет, друзья! С вами снова Хэт, и мы продолжаем. Значит, в прошлой серии мы все-таки уже закончили исследовать все рудники по заданию Маркуса. И сейчас можем отправляться с докладом к нему напрямую о успехах наших. Успехах наших. Так, ну а почему же не убрался. Не убралась. Блин. Не убралась. Не убрался значок. Этой шахты, не пойму, надо посмотреть все-таки, что же это такое. Я думал, что уже все сделано. Так, вот, разрушен рудник. В шахте серой Траниса обнаружены тела охранников гномов. И он работал по хранителю. Что-то должен зачистить это место. Что зачистил это место, что тоже еще? Мне показалось, что я все зачистил в прошлый раз. Давайте вернемся, посмотрим, может мы не нашли какой-то трупик, который надо было обследовать. Сюда еще не бегали, я помню. Да, сюда точно не бегали. Сбегаем. Сбегаем и выясним тот же самый проход, только в профиль. Так, значит, тут. Тут мы были, это я точно помню. Сверху тоже бегали. Тут была растяжка. Там мы мочканули последнего этого, первого, вернее, ушастого говнючка. Так, тут мы поднимались наверх. Поднимемся еще разок. Проверим все досконально. Так, да, вот тут вот мы замочили последних ушастых. И зашли в тупик. Так, тут еще вот справа есть какой-то подъем. Тут я не знаю, что с этим делать водопадом, если честно. Давайте еще сюда сбегаем. Водопадик. Да, сюда я не попадал еще. Еще трава, и тут трава, и там трава. Утки. Утки нам мясо дадут. Так, и что? И куда я попал? Я просто прошел сквозь. Но вот это задание почему-то не выполнено до сих пор. Что же это такое, а? Это что такое за проход? Напрямую проход какой-то. Что? Ага, гном. О, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homie ist verrückt. Ihr alle verrückt. Я чокнутый. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Понюхал грибов. Was wolltet ihr in der Höhle? Raka ist Gno von Brownie. Wir sollten holen Dingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert und mit Gesicht in Pilze gefallen. Короче, нанюхался грибов. Erzähl weiter. Nachdem Brownie in Pilze gefallen ist, Raka wollte ihm helfen. Aber Brownie schreit Raka an. Geh weg, furchtbares Monster. Lass Freunde in Ruhe. Raka kriegt Angst und geht aus Höhle raus. Raka war hin und her gerissen, wollte Brownie nicht alleine lassen, aber auch Hilfe holen. Aber dann du gekommen. Где Брауни? Wo ist Brown? Ich habe Brownie in Höhle gelassen. Er hat mir so Angst gemacht, dass Raka zurückgegangen ist aus Höhle raus. Verstehe. Я поговорю. Ich werde mal mit Brown reden. Dieser Homie will Raka helfen? Danke. Bitte mach, dass Brownie wieder normal wird. Sag Brownie, dass er ins Lager gehen soll. Так, а где это вообще находится? Блин.
Так, ну ладно, тогда давайте по пути еще Брауни найдем, освободим от гнета чудовищ. Пойдем через пещеру. Пошли через пещеру. И что? Ух ты. Этот чувак молится грибам. Короче, он молится грибам. А, Брауни это человек. Я думал, блин, это не человек. Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Ach, also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen? Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Was erzählst du da? Ich? Nichts. Ich erzähle nichts. Du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwas aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst. Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu nahe. Охрененные грибы, короче. Да. Bei dir ist doch eine Schraube locker. Ich weiß, ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich bam! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Hm. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Oho. Mach du mal. Sag Raka, er soll ins Lager gehen. Короче, наркомания процветает в Райзене. Ну, я хоть спас хоть одну душу. То бы тут сколько грибов, он бы тут вообще бы усрался, наверное. Рака, иди домой. Браун sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Золотую руду дал. А тот мне дал вообще золотца, тот насыпал так нормально. Я прям доволен. Так, ну что же делать с этой шахтой дурацкой, блин? Что же с этой шахтой? Так, давайте, я думаю, это вот портанемся и на месте разберемся. Справился ли с этой шахтой или нет? Сюда. Хорош. Так, мне нравится телепорт. Да. Так, ну тут еще насчет гнома этому расскажу. Нашел я там всех гномов. Wegen der Gnome. Я нашел Фариса. Ich habe Faris getroffen. Er ist in der guten Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Sehr gut, damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Ух ты. Нормально золото насыпали. И все по пути, как говорится. Так, Маргус. Или Магнус, как там тебя? Магнус. Магнус, я сделал все. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Западный Рück, да, безопасен. Die Mine im Westen ist wieder sicher. Aber du wirst wohl ein paar Männer entsenden müssen, wenn die Mine wieder Kristalle fördern soll. Gut. Ich werde Cox damit beauftragen, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Danke für die Nachricht. Auch wenn sie nicht gerade erfreulich ist. Так.
Значит, северный уровень будет типа графику. Die Nordmine wird wie erwartet liefern. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich hatte kein gutes Gefühl, diesen Valamir mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen. Ich verstehe genau, was du meinst. Wenn du sagst, es läuft, dann will ich das mal glauben. Danke für die Nachricht. Так, и вот да, новый рудник. Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde, doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Aha. Вот почему не пропадало с этого места. Все уже пропало. Ну, отлично. Вот тут гном Гади. И вот он должен, короче, наладить там работу. Телепортнемся. И поговорим с Гади. Гади, где ты? Так, по карте вот он, Гади. Вот она. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenistet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine? Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. Так, что там ты меня можешь обучить? Was möchte Homie wissen? Подкрадываться мне надо, блин. Опытный вор. Взломщик. Дрессировщик обезьян. Блин, не то все. Торгнем. Давайте скину все, что мне не надо. Бомба. Так, наполнено порохом железный шар, с которым залп взрывается, когда огонь дойдет до зарядки и вносит урон вокруг. Так, но это, конечно, клево, но для этого, наверное, нужны какие-то умения. Их нету. Метательный нож нет. Старая треуголка. Так, а что одето на мне? Я-то не знаю, что на мне надето. А, это купить у него можно. Блин, нахрен мне что-то у него покупать. Арбалетные стрелы. Не, у него тут вообще ничего хорошего нет. Продать, вот я тебе могу многое продать. Ствол. Что за ствол-то? Пистолеты. Ствол тоже пистолеты. Голимый ствол. Продаю. Пистолет продаю. Ботинки продаю. Глаз паука оставлю. Магия Вуду, возможно, понадобится. Астральное зрение. Хотя, блин, фиговый, конечно, этот. Хотя он дороже, чем золотое кольцо. Ну ладно, оставлю. На всякий случай, вдруг понадобится. Так. Эти все травы оставлю, возможно, алхимию выучу. Я же маг, я буду магом качаться, я хочу быть еще и алхимиком заодно. Оружие теней продадим. Ракушки, нахрен нам эти ракушки, даже открывать их не буду, жемчужина. Так, с рудой не знаю пока что делать. Деньги практически сейчас есть, магический кристалл у меня, их 104 штуки, оставлю на продажу. Если использовать негде будет, то продам. Но это позже уже. Так, нефрит. Древнее знание. Еще это не знаю, пока не буду продавать. Но вот это все языки, когти, глаз. Используется в ритуалах Вуду. Так, эти дома оставлю. Может понадобится рецепт зелья.
Ух ты, вот, вот для чего мне логические кристаллы понадобятся. Я буду делать офигенные, короче, зелья магии. Кольцо, чертеж кольца алчности. А что оно дает? Кольцо алчности. Красноречие, взлом замков, отлично. Не знаю, мне надо будет обучаться, наверное. Навык создания талисмана, да. Талисман. Кирка, 10 кирок. Мне не надо так много, поэтому я 9 продам. Лопаты 2 продам. Отмычку никогда никому не продам. Черепа не нужны. Вилки не нужны. Кувшины не нужны. Ложка нет. Нож нет. Трубка не надо. Метла не надо. Молот. Один молот оставлю. Золотая миска, дешевка, кузнечный молот, тогда я простой продам. Так, эти хорошие свитки оставлю. Все, подтвердить. Да. Так, дружище, тут у тебя еще был один гном, не, может он сможет меня обучить необходимому мне навыку красться. Мне надо научиться красться. Где этот гном мелкий? Где-то тут. Где-то тут он был. Ух, сука, крыс. А зайти не могу. Мартышки. Где этот гном? Он тут бегал мелкий такой, таскал ящики. Куда он делся? Блин, фигово. Так, ну ладно, тогда телепортнемся и доложим Магнусу о наших успехах. Побежали. Страж. Красивый храм такой. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Так, значит, Гади, гном из порта, позаботится на уроднике. Гади, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Да. Так, теперь у тебя есть все доклады с шахт. Это правда. Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Ja, die einen erfreulich, die anderen eher weniger. Wie auch immer, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Gute Arbeit. Mein erster Eindruck von dir war ja eher... Na, sagen wir, du hast durch deine Leistungen überzeugt. Welche Entlohnung wäre für deinen Dienst angemessen? Ух ты, вознаграждение. Так, хочу, да, хочу, чтоб ты меня обучил на стража. Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Hm, das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens... Wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens, als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens, du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens, du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Да, я готов. Я готов. Так, один старый адмирал на Антигуа ждет у меня доклад. Что это значит? Da ist noch ein alter Admiral auf Antigua, der auf meinen Bericht wartet. So? Dann solltest du deinen Admiral davon in Kenntnis setzen, was du vorhast. Regle das zuerst. Dann werden wir dich vereidigen. Ясно, короче. Ясно. Сначала мне попасть нужно на Антигуа и поговорить с адмиралом. После этого я смогу уже вступать в фракцию. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте. Давайте сделаем так. Отправимся на наш корабль. На нашу шлюпку, блин. Я только обрадовался. Думал, это наш корабль. Хрен там. Вот наш корабль. Наша, блин.
Байдарка, шлюпка. Ну, блин, хоть что-то Бонс там смастерил сам, что ли, не знаю точно. Но, блин, это тоже неплохо, я считаю. Так. Галерея мага. На корабль. Че, я на корабль могу подняться, что ли? Нет, на корабль, конечно. А галера мага это где-то, что-то где-то тут. Какая-то галера, еще можно куда-то приплыть, что ли? Ладно, неважно, давайте на Антигу отправимся. Поднять паруса. Так, Антигу, вот он. Пиратский остров. Вперед, вперед, вперед. Антигу это старый добрый остров, помню его еще со второй части, пиратский. Там много шлюх, вина, грога и подтасовок. Какой-то он куцый стал, честно говоря, хмурый такой. Он был намного привлекательнее раньше, если честно. Так, ну и что, где привлекательный, блин, Антигу? Почему-то я припарковался, видимо, где-то очень-очень далеко от самого Антигуа. Да, мне еще нужно к нему бежать. Какой-то он мелкий стал, этот Антигуа, если честно. Его что, тут затопило, что ли? Тут тоже вот эта нечисть появилась, видимо. Так, ну да ладно. Хорошо. Давайте в шлюпку спустимся. К западному берегу Антигуа. Ага, вот, вот, я вижу уже, вижу городок. Какой-то он такой разваленный, что ли, этот городок Антигуа. Так. Чик, огненный цветок. И... Эй, ты, sei vorsichtig. Die Insel hier ist gefährlich. Опасный, конечно, опасный. Natürlich. Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Wohnsitz des berühmt-berüchtigten Piratenadmiral Alvarez. Sicher, aber ich rede hier von wirklich gefährlichen Dingen. Ja? Wovon genau? Hast du es etwa noch nicht gesehen? Die Brut des Bösen ergießt sich über das Land. Höllenhunde haben die ganze Hafenstadt überrannt. Blin. Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Ich bin schon einige Tage hier und habe die Stadt beobachtet. Glaub mir, es ist schlimm. Viele sind getötet worden. Viele sind geflohen. Der Weg von hier in die Stadt wird von einigen dieser furchteinflößenden Höllenhunde bewacht. Ich war noch nicht mutig genug, den Kampf gegen sie aufzunehmen. Не сразит, не хватило смелости. Блин, у тебя такие классные доспехи. Как ты мог зассать, я не понимаю. Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Ich bin ein Wächter, Hüter der Magie und Beschützer der hohen Magier von Taranis. Ich wurde hierher entsandt mit dem Auftrag, möglichst viele magische Kristalle für unsere Sache zu finden. Interessant. Hast du vielleicht... Also, ich würde ja nur zu gerne noch über mich und meine Aufgaben plaudern, aber... Ja? Ich habe noch so viel zu erledigen und weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Давай, пойдем со мной, да, кстати. Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Aber die Höllenhunde auf dem Weg zur Stadt? Damit werden wir schon fertig. Sicher? Ja, und jetzt komm. Na schön, aber auf deine Verantwortung. Haha, нормально, короче. Еще один у нас спутник. Это уже очень хорошо. Это значит, адские гончие нам вообще будут не страшны. С Бонсом. Кстати, я Бонса потерял, черт побери. Как же так получилось-то, а? Как же так получилось, что я Бонса не взял с собой? Надо исправить эту ошибку. По-любому. Спросим его. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Ist das dein Ernst? Nein, ich mag dieses Pack hier nicht. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes.
Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Bitte, gern geschehen. Пойдем. Komm mit. Sicher. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Komm mit. Von mir aus. Так, ну что, пошли. Вперед, моя маленькая стая. Стая оборванцев. Так. Поднимаем все, что лежит. Плохо. Так, сохранимся и начинаем мочалить. Мочалить гончих. Честно говоря, они уже для меня не такие страшные, как были раньше. Ух ты. Спокойно. Так, вы давайте включайтесь в борьбу, что вы смотрите на меня. Эх. Хорош. Блин. Что-то я много потерял хп. Не знаю. Оживишь меня, бонус? Нет. Не оживишь. Так, вот он, старый добрый, блин, Антигуа, но, блин, тут уже нету жизни, всех замочили, замок вон сверху, сейчас пойдем наверх, замочим эту гончую. Начинается, начинается, пока один мочит, второй, блин, чё они все на меня, я не понимаю, не хватает. Ах ты в спину задолбить когда хотел мне, да? Ist es das hier? Ja, das hier ist die Hafenstadt von Antigua. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Naja, es hilft ja nichts. Wie auch immer. Ich danke dir für deine Hilfe. Hier. Nimm dies als Dank. Ich versuche dann mal meine Ware hier an den Mann zu bringen. Wenn du noch etwas brauchst, findest du mich auf dem Marktplatz. Die wunderschöne Stadt Antigua, wo Jungfrauen verkauft und Piratenlebern der letzte Schluck gegönnt wird. Ich dachte, die Insel heißt Antigua. Die Stadt auch. Das ist Antigua auf Antigua. Frag lieber nicht. Блин, убили этих двух штук, и он уже обосрался. Тут еще две. Давайте. Хорош. Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Da. Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Взлом замков 10. Карманная кража 10. Блин, ну дорогие эти кольца, черт побери. Дорогие. 200. Ну за 200 могу взять, в принципе. Взлом замков. Красноречие минус 10 будет. Серьгу себе вставлю. Возьму. Уговорил, уговорил. Так, ну свитки я покупать точно не буду. Нафиг мне свитки покупать.
Так, красноречие тоже оставлю. Продать. Что я тебе могу продать? Ракушки 4 штуки. Цветочки не дам. Так, что бы тебе еще сплавить, а? Нефрит. Золотая руда. Железная руда. Блин, ладно, не буду пока не... Ой-ой-ой, что же я сделал? Was gibt es hier sonst noch außer dir und dem Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Dämonenjäger? Ja, richtig. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch... Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Ach die. Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Warum gerade 3 Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Nee, ich habe Сотни, блин, вот jetzt hier 3 тут ищешь. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Да, уж точно ты тут не проживешь. Du Pfeife wirst hier keine 2 Tage überleben. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Zeig mir deinen Kram. Ja, sicher. Hier. Куплю все-таки у тебя. А, хотя он купил, что ли? Мне показалось, что я закрыл. Да, все нормально. Научить. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Колющее оружие. Блин. Мечи. Рубящее оружие. Парирование. Красноречие. Вот что мне надо. Bring mir bei, wie ich schleichen kann. Klar doch. Отлично, подкрадывание выучил. Подкрадывание выучил. Так. Красноречие. Рубище, оружие. Мечи. Блин, ну мне не надо это все. Красноречие я себе могу качнуть. Ich bin noch nicht gut genug. Вещь недостаточно хорош. А что нужно? 15 проворность, влияние 25. Сейчас посмотрим. Левый контрол. Ясно. Значит, 15 проворность. Влияние 25. Отлично. Так, магия пока еще, блин. Рано, наверное, магию изучать.
красноречие, запугивание. Да, магию я еще успею качнуть. Я еще выносливость себе апну. Нормально. Защита. Буду дольше жить. Хорошо. Так, и давай изучим это. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Красноречие. Ich möchte meine Überredungskunst verbessern. Abgemacht. Отлично. Ну, не знаю, еще по 500. Может, все-таки качнуть себе колю еще, там, мечи, допустим. So gut bin ich auch nicht. Нет. Ich bin noch nicht gut genug. Нет. Dafür bin ich nicht gut genug. Нет. Ну, нет, так нет. Парирование тоже нет. Ладно. Карманная кража. Давайте попробуем у него что-то украсть. Ух ты, золото, шпага. Получилось, короче. Получилось украсть. Это очень хорошо. Шпага 25-30. Так. Военная шпага. Ну нет, короче, мне нравится больше это. Мне больше нравится клинок теней. Так, ну и давайте поговорим с этим нашим. Вот он. Привет, Альварес. Na endlich, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Да, я тоже рад тебя видеть. Freut mich auch, dich zu sehen. Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche, an der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit, du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde. Getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen liegt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Так, вот сегодня мы видели флот кораблей призраков. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Так. Это нападение, да, это. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Так, да, мне нужно еда и снаряжение. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Да я уже убил, блин. Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Сколько погибших? Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Was soll ich dir sagen? Ich habe bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester gesehen. Да, я уже замочил нескольких. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau?
Кто убил Донована, да. Донованс Мордер sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Так, дали мне гешефчик. Так, я несколько гонщик, когда шел сюда с западного берега. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Убил. Не помню, конечно, когда я их убил, там, ну ладно. Hattest du nicht mal so einen magischen Kristall? Ha! Was ist das jetzt wieder für ein Hokuspokus? Ach komm, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe einen solchen schon einmal bei dir gesehen. Hier kann man auch gar nichts verheimlichen, oder? Da. Was willst du dafür haben? Es geht hier nicht ums Gold. Ach komm, bei dir geht's immer ums Gold. Hier geht alles den Bach runter und du sammelst Kristalle. Gib schon her das Ding. Ich hoffe, es ist für einen guten Zweck. Natürlich. Der ist bei mir in besten Händen. Oh, na schön. Hier nimm schon, bevor ich es mir anders überlege. Кристалл получено. Пират. Wir reden später. Kümmere dich erst um die Höllenhunde in der Stadt. Так, значит, разобраться с этими гончими и спасти, блин, Антигуа. Займемся этим уже в следующей серии. Так, а пока что, я думаю, мы закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. А на сегодня все, пока-пока, до новых встреч.